Heute heißt es für das ganze Team ab aufs Meer. Bootstour, Versuch Nummer 2. Letztes Mal hat das nicht funktioniert, weil hier eine Pumpe kaputt war. Dafür haben wir heute blauen Himmel, Sonne, ruhiges Meer. Perfekter Tag, um aufs Meer zu starten. Ich freue mich riesig, hoffe immer wieder ein geiles Erlebnis. Und dann geht es zu einem Fotoshooting, Videodrehs, Werbekampagnen werden gedreht auf einer kleinen Insel, die wir anlaufen, und enjoy. Schwankt sein bisschen dolle, weil von da und da gejumpt wird, aber solange alle Spaß haben. Fantastisch. Absolut paradiesisch. Blauer Himmel, Meer drumherum, ein bisschen so locker flockige Vibes und was Leckeres zu trinken, passt perfekt. Heute ist es relativ easy hier draußen. Es ist richtig geiles Wetter. Die Musik geht, die ging das letzte Mal noch nicht. Und ich glaube, alle sind jetzt schon ziemlich geil drauf. Ich freue mich auf einen außergewöhnlichen Vormittag hier auf dem Meer, im Pazifik, vor der Küste von Nosara in Costa Rica. Cool, es macht dir richtig viel Spaß, in so tiefe Meer hier einzutauchen. Leider haben wir noch keine Delfine gesehen, aber mal gucken, was jetzt auf dem Ende der Bootstour noch auf uns wartet. Wir haben bisher schon Rochen gesehen und Schildkröten. Also richtig cool, und jetzt haben wir schon die Delfine unter Wasser gerufen. Jetzt sehen wir sie bestimmt gleich auch. Der Adler ist gelandet, ich wiederhole, der Adler ist gelandet. Sorry, Miss Jackson! I am for real! Hi, heute haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wer denkt, nach der geilen Bootstour mit Simone ist alles vorbei und wir legen uns auf die volle Haut? Pfah, falsch gedacht. Wir gehen jetzt zum Pelican Beach, übersetzt heißt das Pelican Beach, und dort werden wir Fotos machen. Und Fußball kriegen zwischendurch. Und jede Menge Spaß haben. Und wir werden natürlich auch ein bisschen direkt arbeiten, während wir gehen, schon Fotos bearbeiten, so wie ein Alex, der das da vorne schon vorbildlich vormacht. Ich habe den langsamsten Stick von Esten bekommen, wahrscheinlich der Van. Würdest du sagen, dass du ein Multitasking-Talent bist? Heute war ein langer Tag. Wir waren heute, viele von euch waren heute auf dem Boot. Wir sind 6 Uhr morgens wach. Ja. Wir haben heute ein Ziel, die geilsten Bilder. Was? Die geilsten Videos. Die geilsten was? Videos. Seid ihr müde? Nein. Seid ihr fit? Ja. Habt ihr Bock? Ja. Wir werden nicht nur A-Roll aufnehmen, sondern auch B-Roll. Sondern auch was? B-Roll. Wir werden nicht nur C-Roll aufnehmen, sondern auch D-Roll. Sondern auch was? D-Roll. Wen lieben wir? Unsere? Teilnehmer. Unsere? Teilnehmer. Unsere? Teilnehmer. Seid ihr bereit, alles zu geben? Ja. Seid ihr bereit zu schwitzen? Ja. Seid ihr bereit, aus der Kimme zu tropfen? Ja! Seid ihr bereit zu sterben? Seid ihr bereit für geile Bilder zu sterben? Ja! Na dann können wir anfangen. Ab ins Süße, okay. Was da hinkommt. Ui. Okay.
Heute Abend treffen wir uns hier beim Peruana in Costa Rica. Das Lokal haben wir vor 2 Jahren kennengelernt. Es ist urtraditionell. Es ist sehr, sehr urig. Es ist nicht schick. Aber wir sind mitten im Zentrum eines kleinen Dorfes in San Juanillo. Und hier gehen die Einheimischen essen. Wir dachten so, es ist eine gute Idee, genau dieses Feeling mal aufzusaugen, uns in die Stimmung zu begeben und zu. Was ist das eigentlich? Ich habe es lieben gelernt. Es gibt so eine offene Küche da oben. Da kann man auch so ein bisschen gucken, was wird eigentlich gebrutzelt. Der Inhaber ist unglaublich nett. Und ich wünsche hier den Teilnehmern einen ganz, ganz bezaubernden Abend.